Herzlich willkommen zu meinem neuen Orakel. Namaste. Ich habe heute ein Orakel für dich vorbereitet, das mal ein bisschen anders ist. Es ist auch ein interaktives Orakel, wie du siehst. Du hast nachher mal die Möglichkeit, aus diesen drei Kartenstapeln einen intuitiv auszuwählen. Kannst du dir aussuchen und er hat dann eine bestimmte Botschaft für dich aus der geistigen Welt. Aber heute... Ja, habt ihr eigentlich zwei Sachen ein bisschen verändert zu den anderen Orakeln, die es so gibt bei YouTube oder bei Facebook im Internet und auch zu den Orakeln, die ich bis jetzt gemacht habe. Also zum einen ist es so, dass ich heute einen etwas längeren, ja, ich nenne es mal theoretischen Teil habe. Also du hast jetzt ungefähr so mal 5, 6, 7, 8 Minuten, wo ich ein bisschen was vorbereitet habe, über das ich mit euch gerne sprechen möchte. In Bezug auf dieses Orakel, was wir dann gleich zusammen machen. Also es gehört mit zu dem Orakel dazu. Und zum anderen ja alleine schon die Fragestellung. Also so ein Orakel, da gibt es ja unheimlich viele davon hier, ist ja eigentlich so ein, ja, ich nenne das mal ein Einwegprodukt. Ja, du kaufst es, du hast eine Frage, sagen wir es mal so, kaufst es ja jetzt nicht in dem Sinne. Du hast eine Frage, du stellst die Frage, du suchst den Orakel aus, kriegst deine Antwort, Punkt, Feierabend. So, aber ich habe mir jetzt mal überlegt, dass wir es mal andersrum machen, dass wir also nicht gucken, okay, was bringt mir jetzt die nächste Woche oder was bringt mir das neue Jahr oder der Monat, Dezember, Januar, Februar, März, sondern die Frage ist, was kann ich aktiv machen, damit das passiert, was ich mir wünsche? Ja, also ich möchte ganz gerne heute mit euch aus dieser Passivität herausgehen, wo man einfach nur eine Frage stellt und dann zuhört, was so als Channeling kommt, sondern ich möchte mit euch gerne heute mal konkret wirklich gucken, was kann ich persönlich aktiv dazu beitragen, damit eben im neuen Jahr oder im Monat Dezember, Januar, Februar, März das passiert, was ich mir wünsche. Ja? Wenn du solche Orakel dir regelmäßig anhörst und abonniert hast, dann gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass du ja grundsätzlich ein Mensch bist, der sich mit dem Thema Spiritualität beschäftigt, mit dem Thema Zukunft, ja, Sinnhaftigkeit. Du lebst dein Leben ganz normal, ja, du bist ganz normal, vielleicht bist du auch Yogalehrer oder Coach, aber ja, du hast einen Job, du hast eine Arbeit, du hast vielleicht auch eine Beziehung, bist verheiratet, hast Kinder, aber irgendetwas bringt dich ja ganz offensichtlich immer mal wieder zwischendurch dazu, dass du so einen Moment innehältst und dich mit diesem Thema der Spiritualität, der Esoterik und diesem ganzen Programm zu beschäftigen. Und ich habe mir da jetzt so ein paar Notizen dazu gemacht, die ich mit euch ganz gerne teilen möchte. Deshalb, wenn ihr hier ab und an mal Papier rauscheln hört, das sind meine Notizen, weil das Thema ist wirklich komplex und ich... Ich habe das versucht, heute Morgen mal so einigermaßen kompakt zusammenzufassen. Ja? Es ist so, dass sich nämlich immer mehr Menschen tatsächlich mit dem Thema Sinnhaftigkeit des Lebens beschäftigen. Und manche sagen, dass die Schwingung hier auf der Erde im Moment einfach viel höher wird. Also sie erhöht sich. Das ist gerade ein Prozess, der geschieht und den einige Menschen auch wahrnehmen. Zum Beispiel in Bezug auf Stimmungsschwankungen. Vielleicht hast du auch schon mal von Portaltagen gehört. Das sind jeden Monat ein paar Tage, immer andere Tage. Also da gibt es so einen richtigen Portal-Tagekalender. Das sind Tage, wo das Tor nach oben ins Universum unheimlich weit offen ist. Und die gibt es immer schon, diese Tage. Das hat jetzt nichts mit der Schwingungserhöhung zu tun. Es ist nur so, dass diese Portaltage, obwohl es sie schon immer gibt, jetzt vielen Menschen erst bewusst werden. Ja, also sie stehen irgendwann mal morgens auf, ich sage jetzt mal, es ist der 13. Dezember und merken, mein Gott, also heute bin ich aber echt nah am Wasser gebaut. Ja? Oder sie haben unheimlich starke Träume gehabt und manchmal kann sogar sein, dass sich aus diesen Träumen dann sogar auch was entwickelt. Ja? Also ich sage mal, sie träumen von einem ehemaligen Bekannten, ja, außer Schulzeit und prompt dieser Bekannte meldet sich dann auch 2 Tage später. Ja, also es passieren im Moment ganz irre Sachen.
Manche Menschen empfinden das mehr, andere weniger. Aber da du ja jetzt hier bist, gehe ich mal davon aus, dass du zu den Menschen gehörst, die das etwas stärker empfinden und spüren. Ja, es muss jetzt nicht sein, dass du hier irgendwelche hellseherischen Träume hast. Das war jetzt nur ein Beispiel. Aber irgendwie scheint dich das Thema ja anzuziehen. Und wie gesagt, du bist nicht alleine. Es sind immer mehr Menschen, die sich dafür interessieren. Und obwohl das Leben jetzt von dir oder auch mein Leben ja völlig okay ist und es läuft und es ist gut und klar, gibt auch vielleicht mal einen schlechten Tag, aber es gibt auch ganz viele tolle Tage, empfindet man doch unterschwellig ein Gefühl von Mangel. Und man beginnt damit, nach dem Grund zu forschen. Und das muss jetzt kein tiefes, schweres Mangelgefühl sein, jetzt in Form einer Depression. Das wäre jetzt sicherlich zu viel gesagt, ja. Aber da ist so ein Gefühl, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass man irgendwie denkt, Mensch, also ja, mein Leben ist in Ordnung, es ist alles gut, aber ich will mehr. Ich suche einen tieferen Sinn. Warum bin ich hier? Ja, das sind so die Fragen, mit denen man sich auf einmal beschäftigt. Und es reicht einem nicht mehr, einfach so vor sich hinzuleben. Das reicht ganz vielen Menschen nicht mehr. Ja, und die Leute wollen auch Einfluss nehmen. Ihr seht es ja selber, was in der Politik los ist, in den USA, die Wahl von Trump. Warum ist so ein Typ an die Macht gekommen? Ja, also da passiert was jetzt, auch mit der breiten Masse. Also ich rede jetzt nicht mehr von ein ganz paar wenigen, ja, weil ich sage mal, es hat immer schon Spiritualität gegeben, es hat auch immer schon Hippies gegeben, ja, Leute, die gesagt haben, ich will aus der Gesellschaft ausbrechen, mir passt das nicht, wie das hier vonstatten geht. Die hat es immer schon gegeben, die wird es auch immer geben. Aber das Ding ist, dass das immer mehr werden. Und diese Leute agieren jetzt vielleicht nicht mehr so extrem wie die Hippies von damals aus den 60ern, dass sie jetzt da Sex, Drug und Rock'n'Roll leben. Ja, weil, sag mal, was haben die Hippies gemacht? Die Hippies waren gegen das Establishment und haben ja eine neue Kultur aufgebaut, eine eigene kleine Minikultur. Ja, haben sich besonders gekleidet, haben ganz besondere Musik gehört, haben oft auch Drogen genommen. Ja, offiziell waren das ja angeblich bewusstseinserweiternde Drogen. Aber ich sag mal, bei Drogen ist das immer so eine Sache, weil die machen das Bewusstsein in erster Linie zu. Was wir, die neue Spiritualität, die neue Bewegung geht eigentlich dahin, das Bewusstsein zu öffnen. Das Bewusstsein wirklich aufzumachen. Und das ist dann auch letztendlich der Grund, warum du so ein Orakel machst, ja, warum du dir Karten legst, warum du vielleicht zu einem Coach gehst. Du willst dich nicht zumachen, du willst dich öffnen von deinem Mindstate her. Ja, du hast den Wunsch nach Wissen, du willst Erfahrung machen, du willst auch verstehen, begreifen. Ja, und das ist das, was im Moment passiert. Und das war mir einfach jetzt mal wichtig, euch das auch mal mitzugeben, mal auf der Tonspur. Ich meine, ich schreibe ja auch sehr viel, immer unter meine Orakel. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr das euch überhaupt durchlest. Und ich habe ja auch auf Facebook meine Seite und habe eine eigene Webpage. Aber ich denke, auf der Tonspur kann man gewisse Dinge doch noch mal ein bisschen anders rüberbringen, sodass sie auch wirklich verstanden werden können. Ja? Und es ist mir auch wichtig, euch zu sagen, hey, es ist nicht schlimm, wenn du dein Leben einfach nur so lebst. Ja, weil vielleicht willst du nichts von Hippies wissen und du bist vielleicht total unpolitisch und hast nicht gewählt und Trump interessiert dich nicht, das ist alles viel zu weit weg. Hey, es ist nichts daran schlimm oder falsch, einfach so vor sich her zu leben. Aber jemand wie uns reicht es einfach nicht mehr. Ja, und wir möchten mehr. Und jetzt kommen wir aber zum nächsten und auch letzten Punkt. Jetzt ist ja die Frage, wie kann ich dieses Mehr erreichen? Ha, jetzt wird's spannend. Ja, wie kann ich denn das, was ich mir wünsche, ja, also diese Sinnhaftigkeit, diese Tiefe, ja, oder einfach auch Glück, ja, ein Gefühl von dauerhaftem Glück, ja, ein Gefühl, wo ich nicht immer nur 2 Schritte vormache und dann aber auch direkt 5 zurück, ja, und dann fange ich wieder von Anfang an, sondern wie kann ich dieses beständige, wohlige Gefühl erreichen. Und da möchte ich mit euch jetzt heute bei diesem Orakel ansetzen. Denn das ist ja eigentlich so eine der größten Fragen der Philosophie. Ist das Leben vorbestimmt? Ja, aber dann brauche ich eigentlich kein Orakel, weil dann passiert ja sowieso alles so, wie es vorgesehen ist. Oder habe ich Einflussbereich? Und meine Erfahrung ist, dass es tatsächlich
beides ist. Es ist 50-50. Gewisse Dinge sind vorgegeben, wo du geboren bist, deine Eltern, deine Hautfarbe, dein Geschlecht. Und an denen kannst du auch nie etwas ändern. Du wirst nie verändern können, wo du geboren wurdest. Du wirst auch nie verändern können, welche Hautfarbe du hast. Das ist einfach 100% vorgegeben. Aber es gibt auch Dinge, die sind nicht vorgegeben. Ja? Und an denen kann man noch etwas verändern. Und bei diesem Teil, der eben noch nicht komplett vorgegeben und entschieden ist, da haben wir also Mitspracherecht. Und das ist ganz wichtig, dann hier zu sehen, mit welcher Einstellung ich an dieses Mitspracherecht rangehe. Ja, weil unsere innere Einstellung, unsere Glaubenssätze, die wir haben, die sind dann ausschlaggebend für das, was wir anziehen. Ja, du hast ja bestimmt schon mal von dem Gesetz der Anziehung gehört. Und wenn wir das jetzt alles zusammennehmen und uns mal so wie ich das heute gemacht habe, aufschreiben, dann wird einem total klar, dass es wichtig ist, sich mit diesen Glaubenssätzen mal auseinanderzusetzen. Und zwar nicht nur auf einer oberflächlichen, ich nenne das manchmal auch gerne kosmetischen Art und Weise, sondern wirklich auch in die Tiefe gehend. Ja, wo kommen denn die Glaubenssätze überhaupt her? Ja, wo kommen die denn her? Die kommen meistens aus unserer Kindheit. Da werden die entwickelt. Ja, und da sind wir nämlich wieder bei unseren Eltern, bei dem, wo wir geboren sind, was das Leben für uns vorbereitet hatte. Ja, wo sind wir aufgewachsen, wie war das? Und da werden Glaubenssätze und auch Einstellungen fixiert. Manche gehen sogar auch so weit und sagen, Glaubenssätze kommen sogar auch schon zum Teil aus einem vorherigen Leben. Gut, das ist jetzt Geschmackssache, ob man daran glaubt oder nicht, ne? Reinkarnation und so weiter. Also diese Herangehensweise gibt es auch. Aber Fakt ist, es gibt diese Glaubenssätze und die wollen wir uns angucken. Und ja, wir wollen uns das bewusst machen. Und dann können wir nämlich wunderbar auch damit arbeiten und können gucken, und jetzt kommen wir wieder, oder jetzt kommen wir zu diesem interaktiven Teil des Orakels, was kann ich machen, um diese Glaubenssätze zu lösen? Was sind das überhaupt für Glaubenssätze? Ja, also eins nach dem anderen, diese beiden Fragen. So, ich hoffe, das hat jetzt Sinn gemacht und ich würde dir auch empfehlen, das ruhig insgesamt, dieses ganze Video, immer mal wieder dir anzuhören, insbesondere jetzt diese ersten 13 Minuten, weil das ist wie wenn man einen Film guckt oder ein Buch liest. Man versteht, ja, und hat es auch jetzt so erstmal aufgenommen. Das heißt aber noch nicht, dass man das wirklich auch begriffen und verinnerlicht hat. Ja, das ist wie wenn du ein Lied mehrmals hörst. Es hört sich irgendwie jedes Mal anders an. Ja, immer mal wieder, auf einmal hört man da noch einen Satz, ach ja stimmt, das singt er ja auch noch. Ja, hier kommt noch mal ein anderer Ton dazu, den man vorher gar nicht so richtig bewusst gehört hat. Also hört euch das wirklich gerne noch mal ein zweites, drittes oder viertes Mal an, um diese Gesamtmessage wirklich zu verinnerlichen. So, und jetzt kommen wir zu deinem Part. Jetzt kommen wir dazu, dass du dir aus diesen drei Kartenstapeln, die ich vorbereitet habe, einen aussuchst, möglichst intuitiv. Es hat nichts mit Schnelligkeit zu tun, aber es soll möglichst intuitiv sein. Ja? Also nicht mit dem Verstand, sondern welches Kartensteck spricht dich jetzt an? Atme nochmal tief ein und aus. So, und ich muss sagen, ich arbeite heute mit meinem iPad und es steht ziemlich weit weg von den Karten, also weiter weg, als es aussieht. Deshalb muss ich jetzt mal mit so ein bisschen hier vorgreifen, um die Karten aufzudecken. Ich hoffe, du hast dich entschieden. Wenn du das noch nicht hast, drück gerne ruhig auch mal kurz auf die Pause-Taste. Ne? Ist auch kein Problem. Mal kurz das Video anhalten. Ich noch mal einen extra Moment Zeit nehmen. Und dann fangen wir bei der 1 an. Also die Frage war ja, welche Glaubenssätze wirken in mir oder was habe ich irgendwie für Einstellung, für Blockaden und Hindernisse, sodass ich noch nicht an dem Punkt angekommen bin, an den ich gerne möchte. Ja, das war so die Fragestellung. Ja, das ist ja eine sehr komplexe Frage. Und wir wollen jetzt mal schauen, ob wir hier in der Kürze eine stimmige Antwort bekommen. So, erster Kartenstapel, erste Karte. Bei dir geht es um das Thema Bereitschaft. So, das ist deine Message. Und ich würde sagen, es geht also darum zu gucken bei dir, bist du wirklich bereit?
deine Rolle einzunehmen? Bist du wirklich bereit, alle Schritte zu tun, auch die unangenehmen, die es braucht, um dahin zu kommen, wo du hingehen möchtest? Weil ich denke mal, jetzt im Zusammenhang mit dieser Fragestellung warst du das scheinbar bis jetzt noch nicht. Und das ist jetzt kein Vorwurf oder eine Anklage, sondern das ist völlig okay, weil das Leben ist ja ein Prozess. Also wir müssen nicht schon mit 15 Universitätsprofessor sein und zwei Ehen hinter uns haben mit drei Kindern. Ja, also das passiert ja alles Schritt für Schritt. Man nähert sich nach und nach einem Ziel an. Ja, das ist ein Weg und kein Marathon. Ja, also das ist ja kein Sprint, sondern eher ein Marathon, so rum wollte ich sagen. Und diese Karte der Bereitschaft steht für dich tatsächlich dafür, eben zu schauen bei dir, ob du jetzt bereit bist. Und auch zu gucken, welche Schritte sind es jetzt, die ich wirklich machen muss. Also manchmal verheddert man sich ja auch. Und dann kommt man so von Pontius zu Pilatus, von Höckchen auf Stöckchen und auf einmal steht man im Regenwald. Also es ginge hier jetzt auch darum zu schauen, ich zeige dir die Karte nochmal, wirklich die Schritte zu tun, die getan werden müssen und die auch wirklich Sinn machen für dein Thema. Und das kann ja jetzt irgendein Thema sein. Ja, keine Ahnung, vielleicht ist dein Thema ja unterschwellig, dass du einen riesen Zwist in der Familie hast. Vielleicht ist eure Familie zerstritten seit Jahren. Ja, und gerade jetzt auch Weihnachten steht vor der Tür. Sowas macht ja was mit einem und das kommt immer mal wieder auch hoch. Bewusst oder unbewusst. Ja, also das muss nicht immer nur bewusst sein und sich dann in einem Heulkrampf äußern. Das kann auch unbewusst sein. Ja, indem man sich total gestresst fühlt, ständig müde, indem man grundsätzlich immer Menschen anzieht, mit denen man sich streitet. Ja, das wäre so die unbewusste Ecke. Also bewusst ist ja dann eher, ich habe einen Streit und mir geht es deshalb schlecht. So, das ist ja recht offensichtlich. Aber wir gucken ja heute mal ein bisschen so hinter die Kulisse. Ja, die Karte möchte dir langfristig gesehen sagen, schreite zur Tat. Tue, was getan werden muss. Ja? Sei bereit, deine Seelenrolle einzunehmen. Und lauf nicht weg vor dem, was getan werden muss. Egal, ob es hier jetzt um das Thema Familie geht, um das Thema Gesundheit, Finanzen, Liebe, ja, der Klassiker, die Liebe auch immer gerne wieder. Ja, Stichwort, habe ich ja gerade schon mal gesagt, immer die gleichen falschen Leute anziehen, die falschen Männer, die falschen Frauen, wie auch immer. Ja, was steckt da für Glaubenssätze dahinter? Alle Männer, alle Frauen sind ja sowieso scheiße, ja, oder die Guten sind sowieso schon besetzt. Ja, wenn du so durchs Leben gehst, dann wirst du das auch so erleben, ist doch klar. Ja, dann wirst du immer wieder deinen Fokus auf der Tatsache haben, dass die Guten, die dir gefallen würden, sowieso schon besetzt sind. Aber wir wollen ja jetzt schauen, was können wir machen, um endlich auch mal Leute zu finden, die noch nicht besetzt sind. Ja? Und dafür gilt es eben ganz offensichtlich, laut der Karte gewisse Schritte zu tun. Ja? Vielleicht auch mal in Gewässern zu fischen, in denen man noch nicht war. Ja, weil wenn man immer auf die gleichen, ich sage jetzt mal beim Thema Liebe und Partnerschaft, Partys geht oder immer nur auch so das gleiche Beuteschema eigentlich verfolgt, dann zieht man ja auch logischerweise immer die gleichen Leute an. Ja, zum Beispiel immer nur große, dunkelhaarige Frauen oder Männer, die schlank sind. So. Aber vielleicht wäre dir ja mit einem Blonden auch geholfen. Ja, man weiß es ja nicht. Ja, also das hat auch mit Bereitschaft zu tun, bereit zu sein, mal aus seiner Rolle herauszugehen. Ja, wir gucken jetzt nochmal uns die zweite Karte an und das ist eine Engelskarte. Guck mal, und die sagt dir, geh in die Freude. Die Affirmation ist, ich finde an allem Freude. Ja, siehst du, sag ich doch, ob schwarz, ob braun, ob rothaarig. Also tritt mal so aus deinem Beuteschema, jetzt egal in welcher Beziehung. Wie gesagt, das ist ja jetzt kein Liebesorakel, sondern auch im Thema Job, auch im Thema Finanzen. Ja, tritt mal aus diesem alten Rollenschema heraus und habe an allem Freude. Ich finde an allem Freude. Ja, hier steht auch, blicke hinter die äußere Fassade und suche nach dem Licht im Herzen aller Menschen. Guck mal, ist das nicht schön und ist das nicht auch stimmig? Blicke hinter die äußere Fassade und suche nach dem Licht im Herzen aller Menschen.
Ja? Dann wirst du das Wunder der Schöpfung erkennen. An allem Freude finden, das ist dein Thema. Positives Denken, ja, fällt mir dazu auch ein. Positives Denken. So, kommen wir zum zweiten Kartenstapel. Falls du den ausgewählt hast, wollen wir mal schauen, wo solltest du mal hingucken? Ich muss sagen, als ich das Orakel so erarbeitet habe, hatte ich erst überlegt, ob ich es nenne Schattenblick. Ja, sich mal mit dem Schatten zu beschäftigen. Ich finde, das ist auch ein ganz stimmiges Wording. So, wir wollen mal gucken, wo du deinen Fokus drauf lenken solltest. Okay, hier geht es um Seelengefährten. Nicht um Seelengefährte, ja, also so die klassische Dual- oder Zwillingsflamme, wie es auch oft genannt wird, ja, so den Seelenpartner, sondern es geht um Seelengefährten, die Seelenfamilie. Es geht darum, dass du dich verstärkt, um dein Ziel zu erreichen, was du hast. Ja, ein Business aufzubauen, keine Ahnung. Musst du dich mit Menschen umgeben, die den gleichen Mindstate haben wie du. Ja, du musst deine Seelenfamilie suchen. Es geht auch darum, Allianzen zu bilden, Kooperationen. Das, was du vorhast, ist eventuell ein Ding, was man nicht alleine erreichen kann. Also es kann sein, es muss nicht sein, aber es kann sein, dass du ein paar Leute brauchst, die dir konkret Hilfestellung geben, ja, sei es in Form von einem Kredit oder sonstigem. Also so ganz alleine, habe ich das Gefühl, wirst du dein Thema nicht klären und lösen können. Ja, also da brauchst du die Hilfe von anderen. Es geht um Austausch. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Wort, wenn man das sich mal genauer anguckt. Sich austauschen. Ja, ich habe was, du hast was. Lass uns verbinden. Dann haben wir beide nämlich auf einmal das Doppelte von dem, was vorher da war. Ja? Lass uns austauschen. Ja? Lass uns sprechen, reden. Ja? Lass uns gemeinsam eine Lösung finden. Das ist so, das solltest du dir mal überlegen, ob du da was mit anfangen kannst. Ja? Thema Zusammenarbeit. Kann sein, wenn du jetzt nach außen dich ein bisschen mehr outest und sagst, hey, wisst ihr was, ich träume schon ganz lange davon, das und das zu machen, dass plötzlich Leute auf dich zukommen und hören, hör mal, ich habe gehört, du interessierst dich für das und das. Stimmt das? Mensch, das wusste ich ja gar nicht. Weißt du was? Ich mache das schon seit 2 Jahren. Ich weiß, wo du das finden kannst, was du suchst. Komm, ich zeig dir was. Ja? Oder du findest plötzlich Bücher über Empfehlungen von anderen, die bereits etwas gelesen haben, was du aber noch nicht kennst. Und so sammelt man sich dann peu à peu seinen Handwerkskoffer zusammen. Und ich persönlich sehe ja zum Beispiel auch das Orakel hier oder diese Coaching-Arbeit, sehe ich ja genauso. Ich behaupte jetzt nicht, dass ich jetzt hier über die Entfernung euer individuelles Problem lösen kann, sondern ich sage einfach nur, ich gebe Impulse. Ich gebe euch Impulse und es mag nur ein ganz kleiner Anstoß sein für euch, diesen Impuls dann weiter zu verfolgen. Ihr habt vielleicht jetzt einen Gedanken, der euch kommt, eine Idee, ja, ein Gefühl vielleicht sogar auch nur, ganz abstrakt, aber das wird dann nach und nach immer konkreter und ihr werdet ja dann auch auf eurem Weg über die Jahre immer mehr Wissen ansammeln, auch von anderen spirituellen Lehrern, ja, auch über andere Wege. Ich denke mal, ihr werdet ja nicht nur jetzt hier über den YouTube-Kanal arbeiten. Und so kommt dann letztendlich eins zum anderen zusammen. Und das multipliziert sich und wird mehr. Und dann entsteht plötzlich ein ganz, aus diesem abstrakten Stückwerk, sage ich jetzt mal, wird dann plötzlich wird ein großes Ganzes. Ja? Da entsteht dann plötzlich ein Bild, was wirklich Sinn macht und Sinn hat. So sehe ich das. Und deshalb sage ich auch selbst, ich meine, ich habe ja immer sehr, sehr viele Klicks. Also einige meiner Videos haben ja wirklich tausende Klicks. Auch wenn ich jetzt vielleicht bei diesem Video nur 3 erreiche oder 5, dann wäre es aber trotzdem nicht umsonst. So sehe ich das. Ja? Weil dann seid ihr eben meine Seelenfamilie, die 3 oder 5, die ich jetzt mit diesem Video erreicht habe und denen ich genau das jetzt sagen konnte, was für euch richtig und wichtig war. Ja? Aber das geht eben nur über den Austausch und indem man ganz konkret auch sagt, was man zu bieten hat. Ja, indem man nicht irgendwas faked und so tut, als ob, sondern indem man ganz konkret sagt, hier, ich
bin der, der das und das zu geben hat. Schau mal, ob du damit was anfangen kannst, anfangen möchtest. Und wenn nicht, ist es auch okay, ja? Schauen wir mal deine Engelskarte uns an, deine Engelsbotschaft, die noch dazu gehört. Und da sind wir bei Erzengel Michael. Und Erzengel Michael ist so ein Engel, der kommt ja mit einem Schwert. Also wenn du den mal googelst und du guckst dir ein Bild an, Erzengel Michael hat ein Energieschwert. Und mit diesem Schwert, das ist so sein Job, trennt er uns von Fesseln, die wir noch mit uns rumschleppen, ja, irgendwelche Muster oder Programmierungen. Es können auch manchmal Menschen sein, Situationen, die uns an der Vergangenheit festhalten. In dem Zusammenhang, auch was so die Seelenfamilie angeht, ihr habt ja bestimmt einen gewissen Freundeskreis. Also vielleicht bei euch jetzt mit dem Stapel 2 kann sein, dass dieser Freundeskreis sich, muss jetzt nicht auf alle zutreffen, zum Teil überholt hat. Vielleicht sind da ein paar Leute dabei, die euch eigentlich festhalten und gar nicht mehr bei dem unterstützen, was für euch heutzutage wichtig ist. Die euch vielleicht sogar blockieren oder immer wieder kritisieren und sagen, ach, jetzt kommst du mir schon wieder mit deinen Karten an. Ach, jetzt kommst du schon wieder mit dem Yoga. Nee, ich will nicht mit. Kein Bock, bringt doch eh nichts. Lass mich in Ruhe damit. Ja, guck mal, ob du vielleicht ein paar Leute so um dich rum hast, die definitiv nicht deine Seelengefährten sind, sondern im Gegenteil, von denen du dich jetzt mal, auch wenn sich das jetzt vielleicht sehr hart anhört, es ist ja letztendlich nur zu deinem Besten, von denen du dich jetzt mal trennen solltest, ne? Weil ich komme jetzt darauf, weil Erzengel Michael kommt gerne mal mit diesem, ja, mit diesem Arbeitsauftrag daher, uns zu trennen von Dingen, die sich überholt haben. Ja? Und wenn du, das ist mir auch wichtig, sagst, Mensch, mit Engeln habe ich es nicht so, mach das jetzt nicht an Erzengel Michael fest. Ja, also das ist ja, diese Message wirkt ja auch ohne Erzengel Michael, ja, zu gucken, wen habe ich so in meinem Umkreis, wer tut mir gut, wer tut mir nicht gut. Ja, suche dir deine Seelenfamilie, deine Seelengefährten. Dazu gehört aber, wie gesagt, auch, dass du dich outen musst. Du musst sagen, wer du bist, damit du dann diejenigen anziehst, die sich davon angesprochen fühlen. Ja, und nicht von irgendeiner Rolle, die du spielst. Ganz, ganz wichtige Botschaft. Ja. Kommen wir zum letzten Stapel Nummer 3. Die Frage war: Was kann ich tun? Wo muss ich hinblicken, um endlich derjenige zu werden, der ich sein will? Um endlich das zu bekommen vom Universum, was ich mir wünsche? Und bei dir haben wir die Karte Reparaturarbeit. So, ja, also da habe ich jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Denn hier geht es da tatsächlich darum, dass du noch ein bisschen Arbeit zu leisten hast. Innere Arbeit, äußere Arbeit, das kann beides sein oder nur eins davon. Ja, äußere Arbeit ist zum Beispiel, du möchtest einen Konzern aufbauen, dann ist einfach im Außen was zu tun. Ja, du musst erstmal verschiedene Anträge einhalten, ja, bei der Stadt, beim Land. Ja, du weißt selber, was ich meine, was ich sagen will. Ja, du musst Leute einstellen, dafür muss man Vorstellungsgespräche führen. Ja, man muss schauen, dass man die Firma organisiert bekommt. Also das ist jetzt mal so klassische äußere Arbeit. Ja, aber Reparaturarbeit, wir sprechen hier ja auch über Seelenarbeit letztendlich, kann auch innere Arbeit sein, Wunden zu heilen. Ja, vielleicht gibt es etwas, was du noch zu vergeben hast. Vielleicht hast du dir selber auch etwas zu vergeben. Vielleicht hast du mal einen Fehler gemacht in der Vergangenheit. Und da gilt es jetzt, dir selber zu verzeihen oder eben dem anderen, der dir Unrecht getan hat, zu verzeihen. Also das ist mit dieser Karte Reparaturarbeit. Reparatur heißt ja, etwas wieder heile zu machen, zu reparieren. Etwas ist zerbrochen, kaputt gegangen. Und ich mache es jetzt wieder heile. Ja, das ist auch so diese klassische Arbeit eines Heilers, ne? Heilarbeit in allen möglichen Aspekten, Farben, Namen und Formen. Wiedergutmachung. Zu der Karte kommt mir auch das Thema Zeit.
Wenn es etwas gibt, was du mit dir an Verletzung noch rumträgst, sei es jetzt bewusst oder unbewusst, aus der Kindheit. Ja, vielleicht bist du ein Scheidungskind oder du hast vielleicht mal einen ganz schlimmen Unfall erlebt als Kind oder noch tragischere Dinge. Gibt ja leider vieles, was einem nicht erspart bleibt. Und das hat dich mitunter vielleicht über Jahre hinweggeworfen. Dann finde ich es ganz wichtig, dass man sich wirklich auch gerade bei so großen Sachen die Zeit gibt, dass das erstmal so ein bisschen vorheilen kann. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Also wir müssen hier einfach mal ganz genau hinschauen, jetzt bei dir individuell. Spreche ich jetzt von einer Sache, die schon lange, lange, lange Jahre in dir gärt? Oder spreche ich jetzt von etwas, was vielleicht erst kurz zurücklegt? Ja, sagen wir mal, du hast dich vielleicht dieses Jahr scheiden lassen. So, du hast dich dieses Jahr scheiden lassen. Das war jetzt im Mai, sage ich jetzt mal als Beispiel. So, und jetzt haben wir ja Dezember. Du hast das Orakel hier gefunden und du möchtest jetzt einfach mal hören, was die Zukunft bringt. Das ist ja so eine Phase, wo ich sagen würde, okay, gutes halbes Jahr, leb doch jetzt einfach mal dein Leben. Lebe jetzt einfach mal dein Leben, ja, zieh dein Ding durch, erfinde dich neu, ja, such dir ein Hobby, mach was mit deinen Freunden, buch dir einen schönen Urlaub. Ja, das ist so die Leichtigkeit des Seins, die hier gefragt ist. Und das ist auch eine Form von Reparaturarbeit, ja. Aber wenn ich jetzt so ein ganz tiefes Trauma mit mir habe, dann muss ich gucken. Da muss ich ein bisschen anders daran gehen. Ja? Dann reicht es mir nicht zu sagen, ach, ich buche mir jetzt einen schönen Urlaub irgendwo auf Gran Canaria und gut ist, weil da ist nicht gut. Ja? Da ist ein bisschen mehr gefragt. Und da braucht es auch eventuell ein bisschen andere Herangehensweise. Also da ist es nicht mit Kartenlegen oder mit Reiki getan, sondern da muss vielleicht sogar ein bisschen, ich sage jetzt mal, schwereres Geschütz aufgefahren werden. Ihr wisst, was ich meine. Aber das ist, wie gesagt, individuell jetzt zu sehen. Das kann ich hier jetzt nicht ab für dich beantworten. Das müsst ihr selber jetzt sehen, die ihr diese drei gewählt habt. Wo seid ihr? Wo bewegt ihr euch? Ja, wo gehört ihr hin in diesem Riesenspektrum an Möglichkeiten? Ja, es ist ja ein offenes Orakel, was jetzt der eine hat die Hintergrundsituation, der andere eine ganz andere. Ja? Und doch habt ihr alle jetzt euch, die ihr das jetzt hört, den Kartenstapel 3 gewählt. Ja? Und für euch gilt es eben, hier ist noch eine Form von Seelenarbeit zu leisten. Und das hat unter Umständen etwas mit dem Thema Loslassen und Verzeihung, Vergebung zu tun. Ja? Und das ist das, was dich abhält, der zu sein, der du eigentlich bist. Dieses Verzeihen, dieses Vergeben, da ist etwas noch nicht repariert worden bei dir. Ja, und da solltest du mal hingucken. Wir schauen mal, was die Engel dazu sagen. Letzte Karte. Aha, das ist die Karte des Strebens. So. Die Karte sagt, wachse über dich selbst hinaus. Wachse über dich selbst hinaus und verwirkliche alle Möglichkeiten, die in dir stecken. Gestatte dir mächtige Versionen. Ich glaube, ihr könnt die Karte, auch wenn ich sie jetzt davor halte, nicht lesen, weil das mit dem Fokus hier mit dem iPad nicht stimmt, aber ich lese dir das jetzt mal vor. Die Botschaft deiner Engel lautet: Gib dich nie mit weniger zufrieden, als du erreichen kannst und deshalb auch verdienst. Ist das nicht schön? Gib dich nie mit weniger zufrieden, und was du verdienst. Die Affirmation ist, ich strebe nach dem Großen und Glorreichen. Und ich würde hier bei diesem Stapel gerne abschließend auch noch sagen, was mir jetzt noch so kommt. Ich habe gerade so das Bild Schneckenhaus. Komm aus deinem Schneckenhaus raus. Also wenn es etwas gibt, was du bis jetzt unterdrückt hast, an Schmerz, an Trauer, an Wut auch, an ja, Enttäuschung. Da ist was passiert, jemand hat was gemacht oder du hast was gemacht. Komm raus jetzt aus diesem Schutzpanzer. Wir haben alle gewisse Schutz- und Abwehrmechanismen und es ist immer gut auch, dass es die gibt letztendlich, weil das Wort Schutz kommt ja nicht von ungefähr. Das ist ein Schutz für die Seele, auch mal sich zu verstecken, zu verkriechen, wegzuschauen, weil das, was man sieht,
würde einem viel zu viel Angst machen in dem Moment. Aber ich denke, es ist ganz wichtig auch zu verstehen, dass man ja sich immer weiterentwickelt. Und das, was vielleicht früher mal passiert ist, irgendwann mal, sieht für dich heute mit deiner jetzigen Brille, die du aufhast, ganz anders aus. Ja, also komm raus aus deinem Schutzpanzer, aus deinem Schneckenhaus und trau dich, dir das Geschehen jetzt nochmal mit einer neuen Brille anzugucken. Das ist so die Message für dich. Strebe danach, nach dem Besten, nach dem Höchsten, was du innerhalb deiner Möglichkeiten erreichen kannst. Ja? Die Affirmation war, ich sag's nochmal, ich strebe nach dem Großen und Glorreichen. Ja? Also mach dich nicht länger klein, mach dich groß. Zeige dich der Welt. Ich strebe nach dem Großen und Glorreichen. So, und damit kommen wir auch zum Ende. Ich denke, das war jetzt wirklich sehr, sehr, sehr reichhaltig, was ich euch hier so heute überbracht habe an Botschaften. Auch ein bisschen eine schwerere Thematik als jetzt vielleicht bei so einem Wochenorakel, wo man einfach nur mal so mit halbem Ohr zuhört, ach, ich guck mal, was die neue Woche bringt. Ne? Weil wie gesagt, wir hatten heute hier einen ganz, ganz anderen Ansatz. Lass das alles mal sacken. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Kraft und ja, einfach auch Gelingen. Und ich bin fest davon überzeugt, je mehr Menschen sich auseinandersetzen mit diesen Themen, Glück, Kindheit, Vertrauen, Vergebung, ja, Freude, umso lichter wird diese Welt. Macht das nicht absolut Sinn? Ja, je mehr Menschen in ihr eigenes Glück kommen, ihre Themen abarbeiten, umso glücklicher wird doch letztendlich nach und nach die ganze Menschheit. Und das ist eigentlich das, um was es geht. Wir wollen glücklich sein. Wir wollen ins Licht gehen. Ja? Und wenn ich jetzt mir so die Karten nochmal, die oberen drei angucke, Freude, Erzengel, Streben. Ja, das sagt doch alles, oder? Strebe nach der Freude und lass dir von den Engeln helfen. Und wie gesagt, wenn das nicht die Engel sind, die dich ansprechen, dann nimm andere Energien. Mach's ein bisschen konkreter, ja? Nimm die Energien, nimm die Tools, die Mittel, die für dich Sinn machen. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für eure Energie, für eure Aufmerksamkeit, für die vielen, vielen Klicks und positiven Feedbacks. Ich wünsche euch alles, alles Gute und ich sage bis zum nächsten Mal, wann auch immer das sein wird. Und denkt dran, ruhig dieses Orakel, gerade jetzt dieses Orakel, weil das wirklich so sehr voll war und so sehr reichhaltig war, hört es euch gerne auch noch ein zweites oder drittes Mal an, sodass ihr die Message wirklich in euch aufnehmt. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Namaste.